Der FC Schalke 04 bereitet sich auf sein Auswärtsspiel vor am Samstagmittag bei Hannover 96. Jetzt ja, knapp 48 Stunden vor der Begegnung. Herzlich willkommen hier in der Veltins Arena zu unserer Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Kees van Wonderen. Kees, guten Tag, herzlich willkommen. Danke. An euch natürlich, liebe Medienvertreter, auch ein herzliches Willkommen hier bei uns im PK-Raum und selbstverständlich auch ein herzlicher Gruß an die vielen Mitglieder und Fans des FC Schalke 04, die diese Pressekonferenz jetzt auch mitverfolgen. Es ist deine zweite Woche als Cheftrainer, es steht dein erstes Pflichtspiel an, jetzt so kurz davor. Wie ist deine Stimmung und wie gehst du es mit der Mannschaft am Samstag in Hannover an, Kees? Es ist erstmal eine zweite Woche, ja. Für mein Gefühl ist schon einen Monat oder eineinhalb. Die Tage sind zu kurz. Wir brauchen 30 Stunden in einem Tag und nicht 24. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, meine ersten Tage, meine erste Periode hier fühlen unglaublich wie zu Hause. Die Verein ist so gut organisiert, professionell. Die Spieler, wer ich am Platz bin, der freue mich. Die Arbeit freut mich. Das Kader, was wir alles zusammen am Arbeit machen, freut mich. So hoffentlich am Samstag würde ich auch Spaß haben. Dann sind wir bei euren Fragen. Toni Lieto in der ersten Reihe macht den Auftakt für den Kicker. Ja, hallo Kees. Die spannendste Frage natürlich ist die Torhüterfrage. Wie hast du dich da entschieden zwei Tage vorm Spiel und warum hast du dich so entschieden? Ja, die Entscheidung ist gefallen. Ich habe, bevor ich hier im PK hingefahren bin, habe ich mit Torben und Justin habe ich mich hingesetzt. Was ich denen erzählt habe, ist, meiner Meinung nach haben wir vier sehr gute Torwart. So eine junge mit Luca, der unterwegs ist. Wir haben mit Michi einen erfahrenen, wie ein Vater, der kannst du ihm immer auch verlassen. Und dann haben wir noch zwei gute, die sich jetzt bekämpfen um das Platz im Tor. Weil ich nur, wie lange ist es, 6 oder 7 Tage hier bin und ich natürlich mir die Spiele angeschaut habe und mir eine Bild genommen habe, aber was ich wichtig finde, ist, dass ich mal richtig erfahren kann, wie sie sind als Persönlichkeit. So, wie nehmen sie Informationen hin? Wie gehen sie um mit, wenn ich mal rauftret? Wie gehen sie hin mit, wenn eine Fehler gemacht wird? Und so weiter und so weiter. Das kann ich nicht mit Sicherheit nach 6 Tagen mich entscheiden, würde ich auch nicht tun, weil ich habe es nicht eilig. Wenn man zwei gute Torwarten hat, dann brauchst du keine Sorgen zu machen. Und habe ich gesagt, erstes Spiel Hannover auswärts, großes Spiel, wird Torben am Tor stehen, dann gehen wir hier zu Hause gegen Greuther Fürth, Torben im Tor, so er bekommt 2 Spiele, dann gehen wir zu Augsburg für Pokal. Dann wird Justin auf Tor stehen und dann gehen wir 2 Tage danach zu Ulm und dann wird auch Justin auf Tor stehen. Dann haben sie beide 2 Spiele bekommen. Dann sind wir 3,5 Wochen unterwegs und da kann ich auch ein bisschen mehr sagen, okay, ich entscheide mir für A oder B. Gut oder besser. Weiter geht's mit Christian Kitsch von der Bild-Zeitung, anschließend nochmal Toni Lieto. Ja, hallo Kees, das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Weg. Normalerweise legt sich ein Trainer, sag ich mal, auf eine Nummer 1 fest. Er sagt, der eine ist ein bisschen stärker als der andere, deshalb spielt er. Sie gehen jetzt einen anderen Weg, geben beiden 2 Spiele. Das ist auch in Stein gemeißelt, selbst wenn Torben Hoffmann in den beiden Partien richtig überragend hält und, weiß ich nicht, 4, 5 unhaltbare Bälle aus dem Tor holt? Wie ich schon gesagt habe, ich bin 6, 7 Tage unterwegs und ich will mir die Zeit nehmen, um 2 gute Torwarten richtig zu mir zu kommen lassen. Ja? So, für mich entscheide, ich habe es nicht eilig. So, 2 Spiele für Torben, 2 Spiele für Justin
Und danach wird es entscheiden, wie, mit wer wir erstmal die Periode weitergehen. Du sagst es gerade, das Wort erstmal, inwieweit ihr dann erstmal danach mit einem Torhüter weitergeht. Also ich nehme mal an, dein Ziel ist es, nach diesen vier Spielen dich für eine Nummer 1 zu entscheiden, die dann auch aber die Nummer 1 sein soll. Vielleicht kannst du mal sagen, wie wichtig ist dir das denn auch als Trainer, dass du dann eine klare Nummer 1 hast, weil hier auf Schalke ist ja der Torhüterwechsel, der gehört ja mittlerweile seit Jahren dazu. Also wie wichtig ist das, dass du eine ganz klare Nummer 1 hast nach diesen vier Spielen? Ja, das finde ich auch wichtig. So, wenn man die Entscheidung nimmt, soll man auch das begründen können. Und um das zu begründen, muss man erst richtig mit die Herren arbeiten, bevor man wirklich kann sagen, okay, jetzt habe ich alle gewogen und das ist es. Aber eben noch dann, und das habe ich vorher auch schon gesagt, ich glaube, sie machen das alles zu groß, die Themen. Das sind professionelle Spieler, die bei einem großen Verein spielen, die haben Konkurrenz. Und das sind zwei gute Torwart und manchmal gibt es, das Niveau ist nicht so groß zwischen den zwei. Aber die verdienen beiden, für mich, neue Cheftrainer, erstmal eine gute Chance, sodass ich mir entscheiden kann, okay, der Wahl nehme ich. Und dann gehe ich auch nicht eine Woche, andere Woche, andere. Nein, dann wird es dann so weitergehen. Die nächste Frage stellt Andreas Ernst von Funke Medien. Ich habe noch zwei Nachfragen zu dem Punkt. Die erste Frage, wie haben denn die beiden Torhüter reagiert? Das ist ja eine sehr unkonventionelle Lösung. Und die zweite Frage, in Aarau hast du gesagt, dass Stabilität und Konstanz wichtig ist, damit es nicht mehr so viele Gegentore gibt. Widerspricht dem das jetzt nicht ein bisschen, wenn du den Torwart zwischendurch wechselst? Nein, glaube ich nicht. Weil, was ich schon auch gesagt habe am Anfang, die Arbeit als neuer Cheftrainer in einem Moment, wo der Saison schon unterwegs ist, das ist nicht so einfach. Man hat keine Zeit. Die Zeit ist kurz. So, wenn wir Stabilität haben wollen, dann ist es erstmal für mich richtig, um das Stabilität zu kreieren. Die Stabilität kreiere ich durch die zwei, die Spiele spielen zu lassen und mich dann zu entscheiden. Es wäre, glaube ich, falscher, wenn ich sage, ich weiß noch nicht Bescheid, weil ich die noch persönlich noch nicht ganz gut wägen könnte, aber ich mache doch die Wahl, da habe ich mal eine Wahl gemacht. Das ist nicht mein Weg. Stabilität braucht man, um erstmal zu sehen, sind sie auch stabil in das alles, was gefragt wird. Dass sie gute Torwart sind, ist klar. Aber alles, was dabei rumkommt. Es ist nicht so einfach, um für Schalke zu spielen. Da kommt viel auf die Schulter. Es ist eine ganz große Ehre, glaube ich, für jeden Spieler und auch für mich. Aber es braucht auch etwas. So, die Stabilität, der wichtig ist, der mehr wichtig ist, kriege ich nicht hin nach einer Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen. Die Stabilität kriegst du hin, wenn du langfristig mit einem Verein, mit einer Mannschaft arbeiten kann. Ich glaube, ich weiß auch, die Zeit haben wir nicht, aber doch müssen wir es das am besten nutzen. Und bis in diese Woche, mit heute Mittag, würden wir 14 Mal am Trainingsplatz gewesen. So, was wir gemacht haben, ist arbeiten, trainen, verbessern, Video machen, analysieren, trainen, analysieren, Video analysieren, auf Platz, Spiel und so weiter und so weiter. Und dann kommt, und ich weiß nicht wann, weil ich bin kein, wie sagt man, ich kann nicht in Zukunft sehen. Kein Wahrsager. Ein Wahrsager, da bin ich nicht. Aber dann würden wir sehen, wann die Stabilität in die Mannschaft kommt. Hoffentlich so bald wie möglich. Entschuldigung. Nachfrage von Andi Ernst. Wie haben die beiden reagiert, als du die Entscheidung verkündet hast? Ja, sie haben das hingenommen. Ich habe es erklärt. Und die beiden
habe das so hingenommen, dass sie sagen, okay, das ist ehrlich, wir bekommen zwei und ja, dann werden wir sehen. Wir sind mit der Entscheidung sehr frisch zu euch gekommen. Ja? Also die Tür vom Besprechungsraum ging auf und dann verlangtet ihr nach uns und schon sitzen wir hier und ihr habt die Entscheidung mitgeteilt bekommen. Nächste Frage kommt von Toni Leto, bitte. Wie hast du die beiden denn in deinen ersten Trainingstagen wahrgenommen? Also was kann Justin besonders gut, woran muss er noch arbeiten und wie ist es bei Torben? Wie haben sie auf dich gewirkt in den Tagen? Vielleicht, aber ich gehe nicht über die Frage, aber vielleicht der letzte über die Torwart, weil da sind noch so viele andere wichtige Sachen im Verein. Aber der Justin war verletzt, der ist nur eineinhalb Tag am Platz gewesen. Natürlich habe ich mir Spiele angesehen, aber was ich schon gesagt habe, es geht mir auch um, wie reagiert er auf verschiedene Situationen. Ich habe schon gesagt, zwei gute Torwarten, technisch fähig, gut mit Füßen, sind Persönlichkeit ist da, macht mir Spaß mit ihnen zu arbeiten. Das erstmal zu den beiden. Nächste Wortmeldung ist von Norbert Neubaum, Medienhaus Bauer. Sie haben jetzt in diesen anderthalb Wochen relativ oft zweimal pro Tag trainieren lassen. Das war ja früher eigentlich fast Normalität, so im Profigeschäft. Mittlerweile ist es ja eine Seltenheit geworden. War das jetzt quasi nur zum Einstand oder wird das in Zukunft häufiger der Fall sein? Brutal? Ich habe nichts gut verstanden. Wegen der zwei Trainingseinheiten. Du hast häufig zwei Trainingseinheiten an einem Tag gemacht. Ob das in Zukunft häufiger so sein wird bei dir? Okay. Das wird in Zukunft auch da sein. Man schaut immer. Es ist immer ein Balance zwischen für Arbeit machen und ja, Arbeit für mich ist auch der Tag, wo sie frei sind, weil dann muss sie sich rekuperieren. Man macht Spieler kaputt, wenn sie nur durch trainen, dann brechen wir sie ab. So, wir müssen schauen nach, wir müssen in kurzer Zeit müssen wir die Mannschaft so gut wie möglich am Platz bekommen. Und das machen wir durch zu trainen, zu analysieren und so weiter, das Prozess. Und da müssen wir gut schauen nach der Balance zwischen, manchmal ist das zweimal, morgen wird es einmal sein, weil das Spiel gegen Hannover steht für die Tour. Aber in Zukunft wird das auch passieren, sicher. Die nächsten Fragen kommen in der Reihenfolge von Christian Kitsch, Bild-Zeitung, anschließend Marcel Witte, Ruhr 24. Eine von Alec. Case, jetzt haben Sie uns verraten, wer im Tor stehen wird. Welche anderen 10 Spieler werden denn spielen? Möchten Sie da auch schon was zu sagen? Das ist eine gute. Fragen Sie mir auch immer. Und da sage ich immer, was glaubst du selbst? Ist da ein Trainer, der seine Mannschaft öffentlich präsentiert, sodass der Gegner sagt, danke schön, das machen Sie. Nein, das würde ich nie machen. Manchmal gebe ich einen Namen, so wie jetzt mit der Torwart. Aber wir würden sehen, wie wir als Mannschaft auf das Platz anfangen. Aber dann ist noch, das habe ich auch gegen die Spieler gesagt, das Spiel, das wir Samstag spielen, da hast man Spieler, die fangen das Spiel an. Aber hoffentlich, und die Chance ist groß, dass das Spiel entscheiden wird, am Ende des Spiels, in der zweiten Halbzeit oder der letzten Phase. Und wer steht dann am Platz? Das ist für mich auch wichtig. So, es ist für mich nicht wichtig. Ja, wir müssen das Spiel aufbauen, am ersten Phase des Spiels. Aber auch, wie gehen wir durch? Was ist unsere Möglichkeit, um zu tauschen, um zu reagieren, um und so weiter und so weiter. Und da habe ich auch noch zu tun mit der körperliche Belastung, wer ist 100% physisch belastbar und nicht, wie kann ich ihn nutzen? Da muss ich auch noch die Balance dazwischen muss ich auch noch machen. Marcel. Genau daran anknüpfend, du sagst, welche Spieler sind 100% belastbar. Anfang der Woche waren einige Spieler noch raus aus dem Training und haben nur individuell trainiert. Wer ist denn jetzt dabei?
Wer kann spielen? Und zweite Frage, Ibrahima Sissé war dabei in der Nationalmannschaft. Wie hat er denn diese Reise überstanden? Ja, wir haben ein kleines Problem mit Adrian, rausgenommen von der ARAU Game. Wir wissen natürlich mit Chris, dass er noch Chris Antwi die Verletzung hat. Und die erste Frage? Ibrahima von der Nationalmannschaft. Er hatte gefragt, wer der Ibra. Der Ibra, ja. Der Ibra hat zwei Spiele gehabt mit der Mali und hat beide nicht gespielt, ist unterwegs. So, er würde morgen hier wieder sein und dann fängt es vor ihm auch erstmal an, Kennis zu machen mit dem neuen Trainer und was sind so die Absprachen, die gemacht sein und wie schnell kann ich mir da hinzufügen. Ja. Norbert Neubaum. Was wissen Sie über Hannover 96? Was kommt da auf Schalke zu? Ich weiß, dass sie eine starke Mannschaft haben, dass sie Heimspiele nur gewonnen haben, dass sie erfahrene Spieler haben mit verschiedener Qualität, eine sehr gut geforderte Mannschaft mit sehr viel Bewegung und Spiele zwischen die Linie, so dass es ein sicher Zuhause, ein sehr starkes Verein, Mannschaft, sehr gefährlich, aber für uns auch gut, weil wir würden gefordert gegen Hannover. So für mich würde es auch interessant sein, wie weit sind wir schon und wie können wir uns halten gegen Qualität am Platz mit das, was sie machen. So, ich freue mich auch darauf. Erst Toni Lieto, anschließend bitte nochmal an die Ernst. Was gerade bei Adrian Gantenbein gesagt, habt ihr ein kleines Problem. Was ist das genau für ein Problem? Und hast du schon eine Lösung im Kopf für dann rechts hinten? Ist es vielleicht eher Memo Aydin oder vielleicht Taylan Bulut, der das ja in der Länderspielpause oder in den Spielen unter Jakob Fimpel auch ganz gut gemacht hat? Ich habe es im Kopf. Und wie schon gesagt, würde ich Ihnen das nicht hier erklären, aber wir haben eine Mannschaft, die das lösen kann. Aber er hat während des Spiels, er ist zweite Halbzeit reingekommen, hat etwas ein Problem gehabt, physisch. Und wir müssen ist nicht ein großes Problem, aber für dieses Spiel würde er nicht einsetzbar sein. Physisch hat der Trainer gesagt. Physisch, ja. Physisch. Ich muss aufpassen, ne? Das ist mit der persönlichen. Fische ich nicht ganz, aber kein großes Problem. Hast du dich denn schon für eine taktische Grundordnung entschieden und wie wird die aussehen? Und zweitens, was ist mit den vier Spielern, die du in ARAU geschont hast, nicht mitgenommen hast? Also Karaman, Silla, Mohr, Younes und Armin Younes. Sind die alle vier einsatzbereit? Und der zweite war? Karaman, Silla, Mohr und Younes. Ja. Ja, die sind alle klar, um bei der Mannschaft zu sein. So, sie sind wieder zurück. Und natürlich haben wir seit dem Tag, dass wir angefangen sind zu arbeiten mit der Prinzip, der Weise, worauf wir arbeiten wollen, sind wir mit angefangen. Und das sind die Trainingseinheiten, das ist das Spiel von ARAU, das ist die Trainingseinheiten und das wird das Spiel von Hannover auch wieder sein. Ja, das müssen wir nutzen, um das, wie wir spielen wollen, um das reinzubekommen, zwischen den Spielern individual am besten am Platz zu bekommen. So, aber ich glaube, wir haben schon wenige Schritte gemacht, gute Schritte gemacht. Aber wir brauchen noch viele. Gibt es noch weitere Fragen von euch zum Spiel? Toni Lieto nochmal vom Kicker.
Hannover 96 hat ein ungewöhnliches Torverhältnis von 9:6. Wenn ich jetzt nur mal auf die 6 Gegentore schaue, da sind ja vielleicht manchmal Standards auch ein ganz gutes Mittel. Hast du die schon trainieren lassen? Wie wichtig sind Standards für dich? Ihr habt ja jetzt auch einen neuen Experten bei Standards vorne im 16er mit Ron Schallenberg. Der hat jetzt schon 1-2 Tore da getroffen. Hat er eine bestimmte Rolle vielleicht auch bei Standards? Kannst du dazu was sagen? Ja, natürlich ist das, natürlich würde ich sagen, ne, wenn man, ich nenne oft die Standard von das internationale Fußball. Und wenn man danach schaut, zum Beispiel Arsenal, und du schaut nach die Standards, die haben, glaube ich, gegen Tottenham Hotspur und Manchester City ein Tor gemacht von einer Standardsituation. Ich weiß es schon vom Kleins an her. Standardsituationen entscheiden die Spieler. So, das ist so unglaublich wichtig in heutzutage Fußball. Und natürlich hat das auch unsere sagt man das? Andacht? Ansprache an die Spieler? Ja, richtig. Andi Ernst, in der ersten Reihe für Funke Medien. Mit Karel haben wir an dieser Stelle sehr, sehr oft über Paul Seguin gesprochen, der für ihn ein Schlüsselspieler war. Wie hast du ihn beobachtet? Er ist sehr, sehr lange ausgefallen, hat in Aarau eine Halbzeit gespielt. Ist er schon bereit für die Startelf und was siehst du in ihm? Ja, wie ich schon gesagt habe vorher, dass ich auch die Balance wägen muss. Wer ist physisch, wer kann das durchziehen 90, wer ist noch nicht ganz da? Das sind Spieler, die das mitbringen. Paul ist natürlich Wochen nicht verfügbar gewesen, sodass jeder sieht, sie auch, wie sie hier sitzen, wissen auch, dass es ein sehr guter Fußballer ist. Das habe ich auch schon gesehen. Es geht nur um, auf welchem Niveau ist er jetzt für mich schon da. Und wie ich ihn nutzen werde, das werde ich jetzt nicht erklären sagen, aber ja, er hat das halbe Spiel vom Aarau gemacht, hat das durchgetreten und er soll nach dem anderen Spiel auch weitermachen, sich steigern und Tag für Tag verbessern. Geht's noch mal weiter mit Christian Kitsch, bitte. Lino Tempelmann ist gegen Berlin eingewechselt worden, hat es ordentlich gut gemacht. Sie haben ihn explizit gelobt nach dem Testspiel in Aarau. Sie verraten nicht alle Spieler, die spielen werden, aber ist Lino Tempelmann vielleicht sogar ein Kandidat für die ersten Elf in Hannover? Jeder, der im Kader sind, der sind Möglichkeit, um zu nützen. Und wieder mal. Ich musste die Balance machen, wie fangen wir an das Spiel, wie enden wir das Spiel, wie kommen wir durch. Das ist meine Job, um das zu machen, würde ich auch machen. So, er ist da, er hat, ich glaube, eine gute 45 in Aarau gespielt, hat sich gezeigt, was man gerne hat als Trainer. Und dann werden wir sehen, Samstag. Ich schaue noch mal abschließend in die Runde, ob es noch Fragen gibt. Dann war es heute sehr ausführlich. Viele Fragen, viele Antworten. Kees, dir vielen herzlichen Dank für das Beantworten aller Fragen. Wir freuen uns auf euch am Samstag beim Wiedersehen dann beim Spiel bei 96. Freuen uns natürlich auch auf viele, viele Schalker bei diesem Auswärtsspiel. Allen Schalkern eine gute Anreise aus nah und fern zu diesem Spiel. Euch einen angenehmen Nachmittag. Danke. Danke für den ersten Austausch.